Oh, nanu? Ich hab was für dich. Ah. Das Auto hat jetzt die neuen Teile drauf. Die Simulationswerte sind gut, also ich freue mich schon auf dein Feedback. Hier sind die Details. Ja, herzlichen Dank, mein Liebster. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von Let's Play Formel 1 2017. Der Abnutzungsgrad aller Komponenten am Getriebe wird um weitere 12,5% reduziert. Juhu! Ja, wir haben die Getriebeabnutzung. Schraubenziehfähigkeit 3 jetzt, okay. Gleiches gilt auch nochmal für den Verbrennungsmotor. Der hat jetzt eine Haltbarkeit von 30%, also mehr als, ne? 30%. Alle Komponenten des Verbrennungsmotors verschleißen langsamer. Sehr gut. Ja, das sind die Sachen, die wir vor ein paar Folgen ein bisschen verbessert hatten. Wir befinden uns jetzt am Hungaroring. Ja, das ist unsere nächste Strecke, der große Preis von Ungarn. Und ich glaube, in Ungarn war das, wo es diese böse... Oder war das Belgien? Oh, es kann auch Belgien gewesen sein. Ich weiß es gerade gar nicht. Es gibt... Oder nee, war das nicht? Ich glaube, in Ungarn war das nicht gewesen. Wo es diese fette... Wo du mit 300 Sachen den Berg hochfährst, dann eine Rechtskurve und dann links auf eine fette Gerade... Ich glaube, das war aber nicht in Ungarn. Ich glaube, das war tatsächlich in Belgien, oder? Ja, wir werden es ja gleich sehen. Wir starten durch ins erste freie Training auf dem Hungaroring. Ja, und zur letzten Folge muss ich nochmal sagen, es tut mir echt leid. Die Folge war absolute Katastrophe. Das war einfach nicht schön. Das war einfach nur super widerlich. Tut mir echt leid, was ich da im F2000 gemacht habe. Wir kommen in Budapest, wo die letzten Vorbereitungen für den großen Preis von Ungarn laufen. Die Teams holen die Strecke ist das. Für das heutige Training raus, rechnen wir jeden Moment mit dem Startschuss. Aber ich muss sagen, die Strecke ist auch sehr, sehr schön. Die gefällt mir super gut. Das ist auch eine schöne Strecke. Die fahre ich auch sehr, sehr gerne. Das ist so ein bisschen wie Kanada, ne? Vom Fahren her, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. So, schauen wir mal die Session-Info rein. Reifenmanagement, was machen wir denn hier zuerst? Huch, nein, nicht vorspulen. Wir können aber schon mal ein bisschen vorspulen lassen, weil wir werden eh mehr Zeit in Anspruch nehmen müssen. Und wir starten einfach mal durch mit der Streckenakklimatisierung, würde ich sagen, oder? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Da kann man mal ganz locker flockig mit anfangen. Hier, oh, jetzt gerade viel Verkehr, ne? Na komm, spuren wir ein bisschen weiter vor. Vielleicht legt sich das ja gleich wieder. Wir sind bei 12 Autos auf der Strecke, 11 Autos, 10 Autos. Das variiert gerade so ein bisschen. Ja, okay. Jetzt geht's los, hör mal. Machen wir ruhig mal rausfahren. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also super. Ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Genau, das fahren wir, deswegen fahren wir so raus und nicht mit Dingens. Wir fliegen eine Runde, dann kann ich nochmal eine Runde wenigstens die Strecke testen. Das haben wir ja in Silverstone tatsächlich nicht gemacht. Das war nicht so gut. Oh, Kameraeinstellung. Und ich nehme jetzt wieder die Einstellung, weil ihr gesagt habt, Tobi, fahr doch lieber mit dieser hier, weil die angenehmer zu fahren ist. Ihr habt mich überzeugt. Wenn es aber nicht gut läuft und ich in die Kurven nicht reinkomme, dann tut es mir leid, dann werde ich leider Gottes wieder umstellen müssen auf die Cockpit-Perspektive. Unsere Daten zeigen einen kleinen Leistungsverlust. Wir glauben, es ist der Motor. Schone ihn ein wenig. Ja, kann sein, dass wir da vorm Rennen nochmal ein paar Teile austauschen müssen. Mal sehen. Er hat ja bei dem letzten Rennen tatsächlich schon ein bisschen für Probleme gesorgt, der Motor. Mal gucken, ob wir da vielleicht noch machen müssen. Der hat uns ja dann letztendlich, unter anderem der Motor, auch den einen Platz gekostet, den wir hätten ja noch gewinnen können, wie ich finde. Aber gut. Egal. Mal sehen, was wir hier hinkriegen, in Ungarn. Wie gesagt, die Strecke mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Die fährt sich auch wirklich Bombe. Aber... Na, ich sag, wir müssen mit dem Motorteil nochmal gucken. Das hatte ich jetzt tatsächlich ganz verpeilt gehabt, weil es jetzt hier eine neue Aufnahmesession tatsächlich ist. Mal sehen. Ja, die Ecke ist immer ein bisschen knickig, ja, durch die Wand da an der Ecke. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Es gab durchaus das eine oder andere Rennen, wo ich da schon böse dagegen gebrettert bin. Aber da wollen wir jetzt hier natürlich mal nicht hoffen. So. RS und Go. Ich schaffe es ja gleich in der ersten Runde eine komplett pinkfarbene oder niederfarbene Dinge jetzt hier hinzukriegen. Ja. Sieht schon mal sehr gut aus. Aber.
Aha, aha. Oh, schade, die war noch grün. Ärgerlich. Super. Das wird so eine Kanada-Strecke, ohne Scheiß. Ich merke das schon, die Strecke liegt mir. Jetzt kommt bestimmt in den Kommentaren gleich, oh Tobi, das ist noch eine Anfängerstrecke. Ja, ist ja schon gut. Ich finde die trotzdem cool. Macht trotzdem Spaß zu fahren. Ist mir egal. Ja, war okay, war okay. Zack. Und instant im violetten Bereich. Was los? Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben. Ja, das sag ich dir doch die ganze Zeit. Du alte Möhre. Was haben wir hier? 7? Sehr gut. Kurve 7, da haben wir ein bisschen Punkte liegen lassen tatsächlich. Aber das ist nicht schlimm. Das macht nichts. Da haben wir uns keinen abgetan, nicht? Reifenmanagement? Nein. Lassen wir das Thema. Also ich wollte nach den Motorteilen nochmal gucken. Kann ich das hier? Kann ich mir die Motorteile... Ja. Aber die Benzinspargeschichte noch, da muss man ja tatsächlich nicht so viel Power, glaube ich, geben, ne? Und vielleicht vor dem... Wir dürfen keine Teile vor dem Training, also im Training austauschen, ne? Das ist haarig. Meine Freunde, das ist haarig. Das ist nicht so schön. Na, mal gucken. Mal sehen, wie wir das machen oder was wir da machen. Na? Okay. Philippe im Moment auf P6, sechster Platz. Der Philippe, was ist mit ihm denn los? Hör mal. Aber hier können wir ja schön in die Dings reinrollen, in Start und Ziel. Das ist sehr gut. Das ist wunderbar. Da freue ich mich. Okay. Vielleicht kriegen wir es aber so schon hin, in den Bereich da zu kommen. Mal sehen. Kann man super mit dieser Lift and Coast Geschichte fahren. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Das klappt echt gut, muss ich sagen, auf dieser Strecke hier. Guck mal, sowieso nicht zu übertreiben. Aber man kann hier gut fahren, auf jeden Fall. Oh, ich muss doch der Dings da noch gucken, nach der Zeit, dass wir da auf jeden Fall im Plus bleiben. Fuck, hab ich ganz vergessen. Ein bisschen ranhalten hier. Sehr gut. Wunderbar. Okay, super. Das war eine akzeptable Runde, aber du schaffst definitiv mehr, wenn du daran arbeitest. Sehe ich genauso. Wir können das schaffen, aber. Oh, ist aber ganz schön. Negative Delta-Geschichte hier gerade. Ja, gucken, ob wir das nochmal rausfahren können. Dadurch, dass ich halt abgebremst habe. Uiuiui. Das hat auch wieder Zeit gekostet. Fuck. Fork. Haben wir gut Zeit gemacht gerade. Sehr gut. Kiste ruhig mal ein bisschen fliegen lassen hier. Das war alles andere als Benzinsparen gerade, aber egal. Gut. Ups. Shit. Das war nicht gut. Leider kommen wir aber trotzdem auch nicht in die violetten Bereiche jetzt rein. Leider. Ja, selbst wenn ich hier rollen lasse, das bringt nichts. Okay, lassen wir das erstmal. Machen wir mal weiter.
Das ist halt auch das Problem gerade mit dem Motor, ne? Wir haben. Der kostet uns halt echt Zeit, einfach. Das ist ein bisschen nervig gerade, muss ich sagen. Qualifying-Tempo. Können wir hier eigentlich. Wir können hier nicht auf unser Auto groß zugreifen, ne? Wenn ich hier auf Setup oder so gehe. Beste Runde bei 1,26,0. Ach doch, warte mal, hier kann man aufs Getriebe gehen oben. Das ist aber nicht das Problem. Das Triebwerk ist das Problem. Wir müssen das hier. Den Verbrennungsmotor bräuchten wir sogar schon 9, Alter. Das ist haarig. Das hier geht vielleicht sogar noch, aber der Verbrennungsmotor müsste geupdatet werden. Machen wir das einfach mal, komm. Scheiß da unten drauf. Oh, da gibt es sogar einen Erfolg für. Hinten aber nicht draußen. Okay. Hä, das haben wir doch schon mal gemacht. Lol. Okay. Ah, wir können das doch überspringen, oder? Warte mal, das kannst du irgendwie überspringen. Hier. So, dann ist das erste Training zwar schon vorbei, aber das macht ja nichts. Wir sollten mal sehen, wo wir hingesetzt werden. Weil ich überlege jetzt gerade. Ich überlege jetzt gerade, wenn wir jetzt das andere Ding noch austauschen, ne, werden wir dann nur einmal zurückversetzt? Aber wir brauchen das andere noch nicht austauschen, das ist das Problem. Das tut's doch noch. Glaube ich. Also, ja, doch, eigentlich müsste das noch locker hinhauen. Das tauschen wir jetzt mal noch nicht aus. Wir wollen ja nicht Teile austauschen, die es noch können. Nö, das ist ja. Das wäre ja Verschwendung. Das haben sie früher ja immer gemacht. Nach jedem Rennen den Motor und weggeschmissen. Ist natürlich für die Umwelt und Co. ist das natürlich nicht so toll, ne? Aber ey, wen interessiert schon die Umwelt? Nein, war nur ein Spaß. Das war nur ein Scherz. Ein Scherze vor meiner Puperze. So, das zweite Training. Wetter sieht, mal gucken, nicht so toll aus. Wir starten aber direkt mal durch mit dem Qualifying Tempo. Ah, doch, Wetter geht. Das aber wirkt da aus, als es ist. Seine Kabine war irgendwie so hier, ne, in der, nicht in der Kabine, sondern in der Boxengasse sah es so dunkel aus. Das ist es aber gar nicht, hör mal. Oh, fuck, das wollte ich gar nicht. Was haben wir hier eingestellt? Fett. Lass es mal bei Standard. Ja. Okay, wir müssen auf Fett schalten, gar keinen Sinn. Ich will es aber eigentlich nicht, weil das Auto doch dann schon wieder und so. Na, mal gucken, wenn wir einigermaßen Zeit rausgefahren sind, werde ich nochmal runterschalten, weil dauerhaft auf Fett, das ist nicht gut. Danke, wir das noch nicht so richtig entwickelt haben. Shit. Das hat Zeit gekostet, hör mal. Okay. Wir sind knapp eine Sekunde über dem positiven Delta, das ist super. Mal gucken. Was das für eine Rundenzeit gibt. Haben wir ein bisschen was verloren gerade, nicht schlimm. Gucken wir jetzt wieder raus. Gut gemacht. Super. Diese Runde unterbietet unsere primäre Zielzeit. Eine fahren wir noch. Aber ich hätte gerne das violette Rad. Das wäre schön. Upsa. Sind wir denn hier? Erster sind wir momentan, ja gut. Das hat Zeit gekostet gerade. Doof. Warum verlieren wir gerade so viel Zeit? Das ist ja krass.
Ist der Motor wieder am Abscheißen oder was? Heftigst. Hab ich wieder umgestellt? Nee. Guck dir das an, wir verlieren voll die Zeit. Was ist denn da los? Unfassbar. Voilà. Hm. Okay, auf Neues. Wir haben unsere primäre Zielzeit erreicht. Das ist erfreulich. Ja, aber es ist nicht schön, weil das wollte ich nämlich nicht. Ich will die Violette haben, aber. Ich bin gerade ein bisschen leiser, nicht wundern. Oh. Gut. Ah, shit. Ah, okay. Okay, diese Pinöppels, da muss ich ein bisschen gucken. Da sehe ich unbedingt meine Freunde. Muss man schön langsam rüberfahren, auf jeden Fall, dann geht das auch. Hier in diesem Sektor, da verlieren wir so viel Zeit. Sag mir mal. Das ist schon abnormal. Komm, 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 ein bisschen in die Positive. Das gibt's doch nicht. Enttäuschen? Warum? Warum haben wir so viel Zeit verloren am Ende? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Rennstrategie. Unsere beste Runde bei 1 Minute 23,7. Normalerweise waren wir instant, also locker, wirklich locker immer auf violettem Kurs. Gerade beim Qualifying-Tempo. Deswegen wundert mich das gerade ein bisschen. Aber okay. Probieren wir die Rennstrategie. Ui, da ist einer vor uns. Und direkt das Spiel wieder kommt am Abkacken. So. Wer ist das da vor uns? Ocon. Naja. Na, Kollege. Einige haben mich ja tatsächlich auch für meine aggressive Fahrweise in der letzten Folge, also im letzten Rennen, kritisiert. Ja, das war schon aggressiv, das stimmt. Aber ganz ehrlich, der Verstappen. Das ist einer, der kann das ab. Alles gut. Ist nicht schlimm. Wir werden hier vorbei, oder nicht? Ja, ja, kommen wir. Ja, kommen wir super. Ma. Ja. Leck mich doch mal an, Arsch, ey. Na komm, jetzt mal vor der Kurve überholen. Sehr gut. Hans, der Windschatten habe ich noch ein bisschen was am Plus gegeben gerade. Das war wunderbar. Genau so muss das. Was ist denn los? Die ersten Runden waren so gut. Und jetzt? Und dezent am Abkacken, das gibt es gar nicht. Ein bisschen konzentrieren vielleicht. Okay, wir fahren Standard gemischt, das ist sehr gut. Macht ja auch Sinn, mehr brauchen wir hier nicht. Die Pinöppel-Geschichte haben wir gerade super genommen. Das war eine ganz gute erste Runde, glaube ich. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleib.
Sehr gut. Freut mich. Huch. Na, das war nicht so gut. Aber beinahe der Controller gerade aus der Hand gefallen. Deshalb, ja. Diese wunderbaren, wundersamen Geräusche im Hintergrund. So, auch die Runde sieht bis hierhin sehr, sehr gut aus. Wenn es muss, dann klappt das auch. Oh, die Kurve, ich hasse sie. Die hat Zeit gekostet. Johnny! Johnny! Aber gut rausgefahren wieder. Wunderbar. Pretty nice, pretty nice. So. Nein, in 1 Sekunde kommen wir zwar nicht, aber es passt schon. So, jetzt haben wir noch die 50 Punkte hier, klar. EZ, EZ, meine Freunde. Hui! Oh, da hat's uns rausgehauen. Okay. Es ist nur Training, also von daher alles gut. Ich meine, ich kann jetzt auch noch eine Runde fahren und noch eine Runde fahren, aber das wird nicht spannender. Weißt? Deswegen nutze ich jetzt hier einfach mal die Rückspul-Funktion. Im Rennen würde ich das natürlich nicht so extrem nutzen, ne? Aber das wisst ihr ja. Da brauche ich euch ja nicht erzählen, wisst ihr ja sowieso. Aber wenn ich jetzt hier noch eine Runde gefahren wäre, noch eine Runde, wie gesagt, es wird nicht spannender. Ja. Ja, meine Lieblingspinöppels hier. Was haben wir? 4 Sekunden? Boah. Sollte doch eine relativ gute Zeit eigentlich werden. Sehr schön. Benzin für etwa 4 Runden. Ah ja. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Okay, bevor wir jetzt gleich in die Wand crashen, gehe ich mal lieber zurück in die Garage. Boah, ich glaube, das hat voll gescheppert. Der muss ja nicht sein. Ja, simulieren wir mal durch hier. Das zweite Training. Ja, unterm Strich würde ich das Qualifying-Tempo gerne nochmal probieren. Machen wir im dritten Training jetzt gleich nochmal. Mal ganz ehrlich, so nicht. So nicht alle mit mir. Autos sind über die Ziellinie und die Sechster. Top 3 stehen nun fest. Hamilton, Rick. Das ist da, wo wir hingehören. Gefühlt und aber eben auch von unserem Auto her. Also von daher. Alles Taco. Tacos? Ich liebe Tacos. Ja, wie gesagt, wir probieren jetzt nochmal im T3 sozusagen, im T3 auf P1 zu kommen. Nee, Quatsch, wir probieren nochmal die Qualifying-Zeit. Das ist mir ein Dorn im Auge, du. Das ist mir ein Dorn im Auge. Und dann steht ja schon das Qualifying an. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was wir da hinkriegen. Aber ich glaube, das wird gut. So, Session. Qualifying Tempo, Start, fliegende Runde, gib ihn. Let's go. Let's fuck them. So, mal sehen, das werden wir doch wohl hinkriegen jetzt. Mit Angst. Komm, hier mal in die violetten Zeiten gefahren. Ist doch gar kein Problem. Gerade eben haben wir es auch geschafft.
Es ist auch nicht gut, was wir gerade... Es ist natürlich fürs Auto extrem schlecht, was wir hier gerade machen. Weil es ja kein richtiges Qualifying in dem Sinn ist, aber... Ne? Das hat jetzt hier was mit Ehre zu tun. Nee, Quatsch, aber... Ich würde es halt trotzdem gerne in die violetten Bereiche schaffen, einfach wegen den Punkten. Dass wir unser Auto noch ein bisschen weiter aufwerten können. Was ich ein bisschen bescheuert finde, ist, dass wir das Ding jetzt nochmal neu starten quasi. Das, ja, dieses Qualifying-Programm. Und dass wir nicht einfach bei der letzten Zeit, bei der letzten grünen Zeit, die wir hatten, einfach ansetzen können, weißt du? Da muss ich sagen, finde ich ein bisschen scheiße. Aber gut. Vielleicht sind das die Regeln, vielleicht muss man das so machen, keine Ahnung. Finde ich aber fürs Auto ein bisschen nervig. Aber gut. Man weiß halt, fürs Auto extrem schlecht ist. Ja, wie gesagt, wir brauchen die Punkte. Also Resource Points brauchen wir. Ganz dringend. Zack, vielleicht wird das ja trotzdem schon violett. Mal gucken. Alles klar, easy. Alles abgeschlossen. Wir haben genügend brauchbare Daten. Super. Ah, da freue ich mich. Dann haben wir super gemacht. Genau so muss das laufen, oder? Genau so. Genau so und nicht anders. So. Jetzt können wir vorspulen. Muss ein bisschen zurücklehnen. Und dem Ganzen einfach mal frönen und schauen, was dort passiert. Boah, es ist warm hier gerade in der Kammer, ne? Draußen ist es eigentlich gar nicht so warm, aber hier drin ist gerade schon wieder... Sahara-Hitze. Jetzt sind wir der 9. Ja. Passt schon. Ist schon okay. Nun ja, kann ich mit leben. Echt, Udo? Das ist schön, Udo. Ja, ist in Ordnung. So. Das Training ist gleich zu Ende. Wie gesagt, dann widmen wir uns morgen in der Folge dem Qualifying. 18 Uhr geht's weiter mit Formel 1 2017. Unsere Chancen, mal sehen. Schwierigkeit, habt ihr ja gefordert, soll ich wieder hochdrehen? Nö. Ein interessantes Training. Wir sind ja jetzt erst auf... Vierter waren wir im Training abschließend, sehr gut. Wir sind jetzt erstmal von, ich glaube, 70 oder sowas auf... Nee, Quatsch, wir sind von 65 auf 75, glaube ich, hochgestiegen. Und jetzt gucken wir uns erstmal das Rennwochenende an und das nächste und dann, wenn wir extrem gut sind oder wieder Mercedes oder was davon gefahren sind, was wir ja eigentlich nie sind. Hamilton hat uns in der letzten, im letzten Rennen easygoing davongezogen. Also der ist uns wirklich abgehauen. Und das relativ schnell und hat auch sehr schnell Zeit rausgefahren. Das heißt, so unrealistisch ist das gar nicht. Wenn ich natürlich einen Asi-Move nach dem anderen mache und da die Kampflinie fahre, dann kann ich das hochdrehen, wie ich will, ne? Ja. Ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Nice, also wir sollen Siebter werden wie eh und je, sag ich mal. Ja, und natürlich vor Max Verstappen bleiben. Das kennen wir ja schon. So, jetzt machen wir ein Päuschen. Morgen 18 Uhr geht's weiter mit Let's Play Formel 1 2017. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, haut rein.